Telefon gab und am Anfang nichts aufgezeichnet wurde, habe ich mir gedacht, dass ich den Anfang nachfilme. Und ich würde auch sagen, wir beginnen gleich. Wann kann man ins Ausland während des Studiums? Das kann man im dritten Studienabschnitt, also im fünften und im sechsten Jahr. Hier seht ihr den Aufbau aus dem Study Guide abfotografiert. Wie ihr seht, ist das fünfte Studienjahr in Tertialen aufgebaut. Das sind Praktika, die ihr im Ausland machen könnt. Und das KPJ ist auch aus Tertialen aufgebaut. Und zwar drei, die jeweils 4 Monate lang sind. Und wichtig ist hier vor allem zu beachten, dass ihr in diesen 2 Jahren maximal 1,5 Jahre im Ausland verbringen könnt. Hier seht ihr das fünfte Jahr noch einmal. Also es gibt 6 Tertiale und es gibt 6 Züge. In Wien ist man einem Zug zugeteilt und man macht dann die Tertiale, wie ihr hier seht, auch so durch, also in dieser Reihenfolge. Warum ist das wichtig? Es geht um die Zugkonformität. Also wenn ihr ein Semester im Ausland verbringen wollt und ein Semester in Wien verbringen wollt, müsst ihr zugkonform bleiben. Was bedeutet das jetzt? Das bedeutet, sagen wir, ihr seid im Zug C zugeteilt und verbringt das Wintersemester im Ausland. Da müsst ihr Kinder- und Jugendheilkunde, Notfall und Neuro, in egal welcher Kombination jetzt, im Ausland machen. Wichtig ist, das im Ausland auch so zu machen, weil wenn ihr nach Wien zurückkommt, müsst ihr zugkonform bleiben und mit Gyn, Auge, HNO und Psychiatrie weitermachen. Das ist wichtig, weil es einige Kombinationen gibt, die nicht möglich sind innerhalb eines Semesters mit diesem Zugsystem. Die habe ich euch hier aufgeschrieben. Das sind zum Beispiel Neuro und Psychiatrie, Gyn und Kinder und Notfall und Auge, HNO. Das sollte man eben beachten, wenn man nur für ein Semester ins Ausland möchte. Gut, auf der Mobility Online-Webseite könnt ihr euch die Partner-Unis anschauen. Da seht ihr auch, inwiefern sie zugkonform sind, was die Sprachvoraussetzungen sind und ihr könnt euch auch verschiedene Erfahrungsberichte zu den Unis durchlesen. Ist die Uni, an die ihr wollt, jetzt nicht zugkonform und ihr verbringt dort nur ein Semester, müsst ihr das zweite Semester als Free Mover im Ausland verbringen und euch selbst organisieren. Was ist jetzt dieses Free Mover? Das ist eure zweite Option, ins Ausland zu gehen. Und der Unterschied ist, dass Erasmus über ein Vergabeverfahren läuft. Das sind limitierte Plätze, die die Uni über Verträge mit Partnerunis aus Europa hat. Und als Free Mover organisiert man sich alles selbst. Ein großer Unterschied ist, dass man aber als Free Mover überall auf der Welt sein kann. Das heißt, also das läuft dann so ab, dass man sich die Papiere vom Wunschkrankenhaus einholt und sie unterschreiben lässt und reicht sie dann bei der Uni ein. Eigentlich relativ einfach. Genau. Im fünften Jahr macht man sich dann eben 4-wöchige Praktika pro Tertialfach aus und ähnlich schaut es eigentlich auch im KPJ aus. Im KPJ gibt es keine Begrenzung der Plätze mehr, sondern man bewirbt sich einfach an einer Uniklinik in Europa. Und wenn man da die Zusage für ein Tertial hat, reicht man das einfach ein und man bekommt dann den Erasmus-Zuschlag. Also es gibt keine Limitierung der Plätze mehr. Außer man möchte jetzt Erasmus, also KPJ Free Mover in irgendwo außerhalb Europas machen, dann bekommt man natürlich nicht den Erasmus-Zuschlag. Gut, was auch immer oft gefragt wird, kann man während des Zahnmedizinstudiums ins Ausland? Ja, kann man. Voraussetzungen sind eine positiv abgeschlossene ZZIP4 und ZZIP5. Über Erasmus gibt es jeweils 2 Plätze in Montpellier und in Witten und einen in München. Kooperationen gibt es in Tokio und Taichung. Kooperationsplätze sind Verträge mit anderen Unis, die nicht über Erasmus entstanden sind, sondern mit Unis außerhalb Europas. Also das sind Unis, die jetzt nicht unter dem Erasmus-Programm fallen. Über Erasmus muss man für mindestens 2 Monate
ins Ausland und über eine Kooperation für 4 Wochen. Aus unserer Erfahrung empfehlen wir, das zu Beginn des 72-Wochen-Praktikums zu machen, also ins Ausland zu gehen. Und was auch beachtet werden muss, ist, dass im Ausland eventuell nicht dieselben Sachen wie hier an der Uniklinik in Wien gemacht werden dürfen und es dann zu einer Studienzeitverzögerung kommt. Und falls jemand den Master in medizinische Informatik und Molecular Precision Medicine macht, ihr könnt auch ins Ausland natürlich. Für den Master in medizinische Informatik gibt es Aufenthalte in Lübeck, Tübingen und Mailand. Es sind auch Erasmus-Praktikumsanträge möglich. Und für Molecular Precision Medicine sind Erasmus-Praktika für MPM8 möglich und die Masterarbeit kann man auch im Ausland schreiben. Gut, was sind jetzt die Kriterien? Was wird bei Platzvergabe berücksichtigt? Zum einen der Durchschnitt aller Noten nach ECTS, also alle SIPs, OM, FAMPROP, SSM und aber auch wichtig die Wahlfächer. Das heißt, je mehr Wahlfächer man macht, desto größer ist der Vorteil, den man daraus zieht. Hier seht ihr noch einmal den Unterschied zwischen Erasmus und Freemover zusammengefasst. Über Erasmus bekommt ihr eine finanzielle Unterstützung. Der bürokratische Aufwand ist niedriger über Erasmus. Über Erasmus sind die Plätze limitiert, wohingegen ihr über Freemover weltweit hin könnt. Und als Freemover könnt ihr jedes Tertial theoretisch auch in einer anderen Stadt machen, während ihr über Erasmus für mindestens ein Semester in der gleichen Stadt seid. Dann noch zu den Fristen. Die Anmeldung läuft über Mobility Online. Anmeldung für Erasmus-SEMP-Kooperationen gehen vom 15. bis zum 30. November und für Freemover bis Ende Februar. Genau, dann muss man bis zum 3. Jänner bekannt geben, ob man von seinem Platz zurücktritt. Und oft gibt es, also es gibt immer noch 2 Restplatzvergaben und oft bleiben viele Plätze noch übrig bei den Restplatzvergaben, also da lohnt es sich einmal reinzuschauen, ob für einen doch noch was übrig geblieben ist. Und genau, für KPJ, Erasmus und Freemover sind die Anmeldungen laufend, aber bis spätestens 6 Wochen vor Beginn des Auslandsaufenthaltes. Genau, und zum Schluss noch zu der Versicherung, weil wir da immer gefragt werden. Über den ÖH seid ihr Unfall- und Haftpflicht versichert, außer in den USA, Kanada und Australien. Selbst sollte man sich nur um die Krankenversicherung kümmern, was in der EU jetzt kein Problem sein sollte, wenn man jetzt in Österreich versichert ist. Genau, dann viel Spaß noch beim weiteren Vortrag. Kann man sagen, aufgebaut an der MedUni Wien. Er hat noch ein paar Jahre bis zur Pension und ist derzeit arbeitet Teilzeit, ist derzeit auf Urlaub, um Wassernetz sich dazu zu schalten für unsere Fragerunde am Ende der Veranstaltung. Und Susanne Flatzbauer, meine Kollegin, arbeitet auch Teilzeit, meistens vormittags. Sie betreut Freemover und Studierende im sechsten Jahr. Und ich bin hauptsächlich für die Austauschplätze im Rahmen von Erasmus-Kooperationen und SEMP zuständig. Ein paar Tipps zur Bewerbung. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich während der Studienzeit es lohnt sich auf jeden Fall während der Studienzeit ein Auslandssemester zu machen, ins Ausland zu gehen. Sie haben die Möglichkeit, eine neue Kultur kennenzulernen, eine neue Sprache. Die ein medizinisches System in einem anderen Land. Gibt es? Ich weiß nicht, Ja. Hast du vielleicht die Präsentation? Dr. Salim ist jetzt nicht. Ist nicht da? Das ist ja sein Name nicht.
Vielleicht ist er ein Gast. Okay. Gut. Roman, wir können dich noch nicht freischalten. Wir werden das probieren für die Fragerunde. Vielleicht kannst du aussteigen und dich mit deinem Namen wieder einloggen. Gut. Also nutzt diese Möglichkeit während des Studiums. Die Flexibilität werdet ihr vermutlich in Zukunft nicht mehr so leicht haben. Und mein erster Tipp ist, dass ihr euch bewirbt. Es gibt, also in der letzten, bei der letzten Bewerbungsrunde haben wir 240 Bewerbungen bekommen und insgesamt stellen wir um die 225, 26 Austauschplätze zur Verfügung. Also fast jeder kann einen Austauschplatz auch bekommen. Und das haben auch die Vergaberunden gezeigt. Circa 80% der Humanmedizinstudentinnen haben auch einen Platz bekommen. Nicht jeder hat den Platz angenommen. Aber die Plätze waren auch durchaus attraktiv. Circa 75% der Bewerberinnen haben einen Platz an ihren Top-3-Destinationen erhalten. Also bewirbt euch, auch wenn ihr der Meinung seid, ihr habt keine Chance. Bewirbt euch, nehmt aber bitte die Bewerbung ernst. Überlegt euch gut im Vorfeld, ob ihr wirklich in einem Jahr, in 1,5 Jahren ins Ausland gehen wollt. Eine Absage des Auslandssemesters ist ab einem bestimmten Zeitpunkt bei Freemovern eigentlich nach Ablauf der Bewerbungsfrist und bei den Mobilitätsstudenten mit Erasmus-Kooperationen nach der Platzannahme nicht mehr so leicht möglich. Eigentlich nur in begründeten Ausnahmefällen, muss von der Curriculumsdirektion genehmigt werden und so weiter. Also bitte um euer Verständnis und auch um die Kooperation. Nimmt das ernst. Es ist relativ schwierig im medizinischen Bereich diesen Austausch aufzubauen und am Leben zu erhalten, weil die Plätze in den kleinen Gruppen begrenzt sind. Wir haben Incoming-Studenten, die auch hier gebucht werden müssen. Wir rechnen damit, dass sie dann im Ausland sind und empfangen die Incoming-Studenten. Es geht nicht, dass plötzlich Gruppen von Studierenden sich überlegen, nein, sie wollen doch in Wien bleiben. Wir haben keine Plätze mehr für sie. Informiert euch gut im Vorfeld. Ihr habt gesehen, es gibt das Mobility Online Portal und das ist auf unserer Webseite unter International Partnerschaftsnetzwerk. Ihr kommt zu diesem Mobility Online Portal. Bei dem I neben dem Universitätsnamen findet ihr auch immer Informationen für Austauschstudierende an dieser Universität und teilweise auch Informationen zum dortigen Studienprogramm. Seit letztem Jahr haben wir auch Erfahrungsberichte eingesammelt und ihr findet relativ viele Erfahrungsberichte für fast jede Universität, mit der wir kooperieren, auf dieser Plattform. Lest euch die Berichte durch. Natürlich sind es auch subjektive Erfahrungen, die auch in dem Kontext gesetzt werden müssen, aber trotzdem eine sehr gute Informationsquelle. In diesen Erfahrungsberichten werdet ihr oft lesen, dass es eine Sprachbarriere gab, mit der man zwar umgehen konnte, aber trotzdem ist es wichtig, teilweise auch notwendig bei sehr vielen Destinationen, dass man die Landessprache kann. Natürlich nicht bei Japan oder bei Finnland, aber im Süden Europas, Italien, Spanien, ist es, auch wenn die Gastuniversitäten nicht immer einen Sprachnachweis verlangen,
ist es auf jeden Fall gut und teilweise notwendig, die Sprache zu können. Die Frage, wann ein Sprachnachweis notwendig ist, Sie finden im Portal die Angabe, das Language Requirement ist für Padova Italienisch B1. Brauchen Sie B1 schon zum Zeitpunkt der Bewerbung? Jein, im Idealfall ja. Sie sollten auf jeden Fall zum Zeitpunkt der Anmeldung in Padova dieses Niveau vorweisen können, sollte dort ein Sprachnachweis notwendig sein. Die Information, ob ein Sprachnachweis notwendig ist oder nicht, die steht immer auf diesen Webseiten der Partner-Unis. Also bereiten Sie sich sprachlich vor, inskribieren Sie sich rechtzeitig für Sprachkurse bei allen möglichen Anbietern in Wien. Es gibt auch im Französisch ein Wahlfach an der MedUni Wien. Französisch in der Medizin, das können Sie besuchen. Das Lehrveranstaltungszeugnis wird auch von manchen Partnern von uns akzeptiert, beziehungsweise wir stellen auch Bestätigungen aus, wenn Sie in Englisch maturiert haben, in Italienisch, Französisch, das können Sie uns zuschicken und von uns eine Bestätigung bekommen für diesen Zweck. Es gibt auch den Buddy Network der ÖH. Kennen Sie das Projekt? Wer macht beim Buddy Network mit? Niemand? Okay, na dann ist wohl die höchste Zeit. Sie können mit Incoming-Studenten wie Lena, sie studiert in Pisa und wird kurz später über Pisa berichten, in Kontakt kommen und vielleicht auch so im Vorfeld ihre Sprachkenntnisse verbessern. Und es gibt auch eine Förderung für vorbereitende Sprachkurse von unserer Seite. Wir übernehmen bis 450 Euro insgesamt von den Ausgaben, die Sie in Verbindung mit der sprachlichen Vorbereitung haben. Und es gibt Fördermöglichkeiten, natürlich für die Mobilitätsstudenten, es gibt den Erasmus-Zuschuss, es gibt das STEM-Stipendium, das wird von den schweizerischen Partnerhochschulen ausbezahlt und es gibt für Kooperationen derzeit 500 Euro im Monat, ein Mobilitätszuschuss für Teilnehmer am Kooperationsprogramm. Es gibt aber auch viel mehr. Für Studierende, die ihren Hauptwohnsitz in Niederösterreich haben, hat das Land Niederösterreich ein Auslandsstipendium. Das können Sie auch zusätzlich bekommen, auch wenn Sie Free Mover machen. Wenn Sie Studienbeihilfebezieher, Bezieherin sind, dann können Sie ebenfalls eine Auslandsbeihilfe beantragen. Ich habe Ihnen noch einen Link dazu gegeben, grants.at, das ist die umfassendste Datenbank mit Stipendien für Auslandsaufenthalte in Österreich. Werfen Sie einen Blick, welche Stipendienmöglichkeiten es für Ihr Zielland gibt. Im Bereich Medizin. Und somit bin ich auch am Ende angelangt und verwende ein Bild, das Human Salemi sehr gerne Jahre und Jahrzehnte für seine Präsentationen verwendet hat. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Schauen Sie sich unsere Webseite an. Auf der Webseite finden Sie nicht nur das Partnerschaftsnetzwerk Mobility Online, sondern auf der Startseite Move to Improve auch die Links für die Bewerbung in Mobility Online. Danke. Wir haben auch drei Studentinnen eingeladen, die im Ausland waren, beziehungsweise derzeit in Wien sind aus dem Ausland und sie werden uns über ihre Erfahrungen kurz berichten. Ich glaube, Frau Hanna, ja. Dankeschön. Und am Ende werden wir auch eine Fragerunde abhalten. Danke. Aber ich versuche noch schnell den Herrn Salemi freizuschalten, wenn ich das irgendwie schaffe. Also jetzt sollte es gehen. Gut. Ja.
kannst du einfach Tag checken oder dann. Okay. Danke. Gut, dann auch von meiner Seite einen schönen Nachmittag. Mein Name ist Fiona Hahner. Ich bin jetzt im 6. Studienjahr und darf euch über mein 5. Studienjahr letztes Jahr berichten. Ich habe 3 unterschiedliche Programme durchgemacht. Begonnen habe ich mit einem Erasmus-SMT-Praktikum. Das habe ich an der Medizinischen Hochschule Hannover gemacht. Ich war zwar nie tatsächlich physisch dort, aber es lief über diese Uni und war von Juli bis September. Das Ganze habe ich in Ostfriesland gemacht, in Deutschland. Begonnen hat das Ganze im Klinikum Emden auf der Neurologie. Ich war da einen Monat dort und ich habe mir gedacht, ich rede mal ganz kurz über die Herausforderungen, die es irgendwie gab und wie ich die gemeistert habe. Gleich mal zu Beginn hatte ich eine COVID-19-Infektion und es war ein bisschen schwierig mit der Anreise, es war alles anders geplant. Ich wäre mit dem Auto gefahren und Freundinnen wären mitgekommen. Das mussten wir dann alles umändern und ich bin dann spontan geflogen. Also manchmal kommt alles anders als geplant, aber es hat dann alles auch irgendwie positive Seiten gehabt und meine Schwester und meine Mama sind halt dann mit dem Auto gekommen und ich hatte das Auto im Endeffekt auch da. Und was auch ein bisschen schwierig war, war diese neue Möglichkeit von diesem Erasmus-SMT-Praktikum, weil es das eben letztes Jahr das allererste Mal gab. Und es war noch nicht ganz klar, ob das tatsächlich stattfinden wird. Und es war im Vorhinein, haben wir die Information bekommen, es wäre ganz gut, wenn man das machen möchte, dass man halt alles am selben Ort macht. Und ich war dann irgendwie, ich habe es halt quasi riskiert, dass ich jetzt nicht alles im selben Krankenhaus mache, aber alles in Krankenhäusern, die derselben Universität angehören. Und habe dann, ich würde sagen, eine Woche bevor ich dann mein Auslandsjahr gestartet habe, habe ich Bescheid bekommen, dass es diese Möglichkeit wirklich geben wird. Und das war halt auch nochmal ein bisschen schwierig, sich da dann zurechtzufinden. Aber im Endeffekt, das International Office hat mir immer sehr viel geholfen. Ich glaube, ich habe fast jeden Tag angerufen, aber hat dann alles gut geklappt. Ja, ich habe immer noch ganz kurz eine Auflistung gemacht, wie ich die Kliniken bewerten würde und das Ganze rundherum. Natürlich geht es auch um die Lehre, aber ich finde einfach auch, die ganze Umgebung ist irgendwie wichtig. Also ich war vorher noch nie in Ostfriesland und ich bin eigentlich selber auch nur genau wegen dieser Veranstaltung drauf gekommen, weil die Johanna damals bei meiner Veranstaltung darüber gesprochen hat, dass sie auch in Ostfriesland war. Und das Positive dort, finde ich, ist vor allem, dass man gratis wohnt. Also ich habe halt dann hauptsächlich Krankenhäuser rausgesucht, wo ich gratis wohnen kann. Ich habe gratis Verpflegung bekommen, also ich habe dort Frühstück und Mittagessen bekommen. Ich habe sogar ein Taschengeld noch bekommen von denen, also die haben das halt Taschengeld genannt. Ich glaube, das waren irgendwie so 50 Euro die Woche, also da habe ich auch nochmal 200 Euro bekommen dann im Monat. Und hatte halt zusätzlich einfach die Möglichkeit, dann dort herumzureisen und habe auch mega viele Leute kennengelernt, weil da ganz viele PJ-Studenten waren. Genau. Als nächstes war ich dann in Aurich, das ist nicht weit entfernt von Emden, war ich auf der Gynäkologie und Geburtshilfe. Ja, da war so die einzige Herausforderung, das Team eben auf dieser Station. Da gab es ein paar Spannungen, aber sonst war es dann alles schon ein bisschen mehr eingespielt und ich habe mich dann schon besser ausgekannt, wie das funktioniert mit diesem Erasmus-Praktikum. Genau, gewohnt habe ich dort eben auch gratis, direkt am Gelände. Also das war sehr cool. Die Wohnung, die ich hatte, war auch ziemlich groß und ich hatte zwar eigentlich ein Bad am Gang, aber es war sonst niemand dort. Also das war auch ziemlich cool. Und als drittes war ich dann in der Klinik Norden. Das ist dann tatsächlich quasi das nördlichste von den dreien, auf der Psychiatrie. Ich habe das sehr spontan geplant. Diesen Aufenthalt habe ich tatsächlich erst Anfang Juli geplant. Also ich habe meinen Koffer für 2 Monate gepackt und im Endeffekt war ich dann 4 Monate in Deutschland. Ja, da war die Herausforderung die Wohnsituation, weil ich einfach im Vorhinein jetzt noch nicht wusste, dass ich dort bin und
Die haben dann keine Unterkunft gehabt und im Endeffekt konnte ich das so lösen, dass ich in Aurich, wo ich davor war, im Krankenhaus bleiben konnte, weil die einfach ein Verbund waren und ich musste halt dann pendeln. Das war natürlich einerseits blöd, weil ich jeden Tag eine halbe Stunde in die Arbeit gefahren bin ungefähr mit dem Auto, aber andererseits war es auch in Ordnung, weil ich halt gratis wohnen konnte weiterhin und dann im Endeffekt auch vom Landkreis Aurich eine finanzielle Unterstützung fürs Pendeln bekommen habe. Genau, ich habe dann ein paar Bilder da noch hinzugefügt. Also ich kann Ostfriesland jedem empfehlen, ist echt mega schön, ist zwar sehr flach, aber es gibt echt sehr viel an schöner Natur. Und da war ich zum Beispiel mit der Oberärztin auf der Psychiatrie an meinem vierten Tag segeln. Sie hat mich mal so random gefragt, ob ich Bock habe, mitzukommen. Also man lernt da echt viele nette Leute kennen und gerade in Deutschland hatte ich das Gefühl, dass sie sich alle sehr darüber freuen, dass ich als Österreicherin da zu ihnen nach Ostfriesland komme. Genau. Ja, als nächstes hatte ich dann einen Freemover-Aufenthalt. Das war, wie gesagt, auch recht spontan das Ganze, also über die Friedrich-Schiller-Universität Jena. Ich war da, genau gesagt, im Zentralklinikum Suhl. Da habe ich die zweitertiale Auge und HNO gemacht. Und genau, da war halt die Planung wirklich sehr spontan. Also ich möchte jetzt gar nicht sagen, wie knapp vorher ich das gemeldet habe. Es gibt Fristen in Ausnahmefällen, glaube ich, kann man die auch mal ein bisschen kürzen, also ein bisschen spontaner alles planen. Ja, genau, also wichtig, ich war das ganze Jahr im Ausland, das macht nochmal einen Unterschied, weil die Freemover, die eben nur ein Semester oder was weg sind, da ist es anders, also da muss alles fristgerecht geplant werden. Das geht natürlich nicht so spontan. Genau. In Suhl war ich dann auch einen Monat auf der Augenheilkunde und auf der HNO und konnte auch wieder gratis wohnen dort, habe auch wieder Essen bekommen und auch wieder eine Aufwandsentschädigung. Genau. Dort war es dann schon recht herbstlich. War auf jeden Fall auch eine sehr coole Erfahrung. Und dann mein eigentliches Highlight, also das, warum ich eigentlich ins Ausland gehen wollte, war mein Erasmus-Aufenthalt in Finnland. Also im Prinzip ist die Uni in Turku zugkonform, aber das Semester beginnt schon im Jänner und deswegen ist es dann wieder nicht zugkonform. Also es wird sich überschneiden mit unserem Semester. Ich habe eben schon vier Tertiale in Deutschland gemacht, habe dann in Turku, also in Südfinnland, habe ich nur noch zwei Tertiale machen brauchen, Kinderheilkunde und Notfall, beziehungsweise Anästhesie war das dort. Und genau, es hat mir extrem gut gefallen. Sie legen dort sehr, sehr großen Wert auf Lehre. Sie sprechen alle wirklich perfekt Englisch. Also jetzt nicht nur auf der Uni, sondern allgemein die ganze Bevölkerung eigentlich spricht wirklich fließend Englisch, zu meinem Glück, weil ich konnte vorher kein Finnisch. Ich habe dann dort einen Sprachkurs besucht und habe halt ein paar Basics gelernt, aber ja, jetzt auch nicht so, dass ich mich wirklich viel verständigen hätte können. Genau, auf der Kinderheilkunde haben wir eben wirklich einen sehr, sehr intensiven Kurs mit vielen Seminaren gehabt und am Schluss gab es auch eine Abschlussprüfung, die dann aber im Endeffekt jeder bestanden hat. Und die Praxiseinheiten waren in kleinen Gruppen, also wir haben zum Beispiel Neugeborene untersucht in Zweiergruppen oder Dreiergruppen, wo wir wirklich komplett die ganzen Untersuchungen neurologisch, aber auch einfach so die Abschlussuntersuchungen gemacht haben. Und bei der Notfallmedizin bzw. Anästhesie hatten wir so Seminare, wo wir Studenten präsentiert haben. Das war so, je nachdem, wie halt die Präsentation war. Aber was wirklich cool war, waren diese Simulationstrainings. Also wir haben an der Puppe viel geübt, wir haben viele so Skills-Trainings gemacht und am Schluss habe ich dann ein Praktikum gemacht von 3 Wochen. Da konnte ich eben dann aussuchen zwischen 2 und 6 Wochen, wie lange ich das machen möchte und je nachdem, wie viel Zeit man halt dann noch hat.
Ich habe eine kleine Aufstellung gemacht von den Kosten. Das war was, was mich nämlich am Anfang ein bisschen abgeschreckt hat. Gerade weil Finnland ja doch irgendwie als recht teuer bekannt ist. Ich hatte dort ein Zimmer, 18 Quadratmeter, mit einem eigenen Bad und einer Gemeinschaftsküche. Dort gibt es eben so ein Student Village, wo eigentlich ganz, ganz viele Austauschstudenten wohnen, aber auch ein paar Finnische. Und genau, gegessen habe ich jeden Tag, also das ist das Mittagessen, in der Mensa für 2,95 Euro. Finnland hat wirklich extrem viele gute Angebote für Studenten. Also es gibt extrem viele Mensen und das Essen ist gut und kostet eben wenig. Genau. Dann Lebensmittel, ungefähr 100 Euro. Und dann in Grau habe ich markiert die Sachen, die halt noch zusätzlich sind jetzt nicht unbedingt notwendig, waren aber schön, dass ich die gemacht habe. Also es gab zum Beispiel für 10 Euro im Monat gab es Campusport, wo man alle möglichen Sportkurse machen konnte und auch alle Fitnesscenter nutzen konnte. Also das ist so ein bisschen wie, man meldet sich einfach bei USI an und kann dann jeden Kurs machen. Ist nicht ganz so ein breites Angebot, aber auf jeden Fall sehr günstig. Und genau, es ist dann jetzt mit diesen Ausgaben bin ich auf ungefähr 700 Euro im Monat gekommen. Von Erasmus alleine habe ich 485 Euro bekommen. Aber dann gibt es eben diese ganzen Förderungen, von denen wir vorhin gerade schon gehört haben. Also ich wohne in Niederösterreich, ich habe vom Land Niederösterreich eine Förderung bekommen. Ich habe von der Studienbeihilfe dann noch dieses extra Ding bekommen, dass man extra fürs Ausland bekommt. Und dann eben in Deutschland diese anderen Punkte, die ich aufgeschrieben habe, wo ich eben ein bisschen einsparen konnte. Das heißt, meine Förderungen eben mit Erasmus, dann der zusätzlichen Studienbeihilfe, das ist festgelegt im Vorhinein, also das ist für jeden gleich, der ins Ausland geht. Bei Finnland sind es 291 Euro, die man monatlich zusätzlich bekommt zu seiner Studienbeihilfe. Und dann vom Land Niederösterreich hängt es ab von der Dauer, die man im Ausland ist, bin ich dann auf fast 1000 Euro im Monat gekommen mit den Förderungen. Also was ich euch damit zeigen wollte, ist, man braucht im Prinzip jetzt nicht große Eigenmittel oder irgendwie von zu Hause eine Unterstützung, sondern man kann das eigentlich auch mit diesen Förderungen ganz gut schaffen. Auch in einem teuren Land wie Finnland ist das sehr, sehr gut ausgegangen und ich konnte auch mir viel anschauen. Ich war auch zweimal in Lappland und bin auch sonst ein bisschen herumgereist und genau. Ja. Wenn es Fragen gibt, dann können Sie mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich sonst irgendwie ansprechen. Und ja, in diesem Sinne, Kiitos, Dankeschön. Danke. Wir haben dann noch. Ja. Wenn es geht. Genau, also Turku ist eigentlich keine, also bei uns auf der Plattform keine zu konforme Destination. Sie ist als ganz Jahres Outgoing-Destination ausgewiesen, wie noch einige andere. Sie sind mit einem GO gekennzeichnet und das bedeutet, dass Sie ein ganzes Jahr im Ausland sein müssen, das ganze Studienjahr, das ganze fünfte Studienjahr. Wir haben aber für diese Studenten ein Förderungsinstrument angeboten, das Erasmus Praktikum. Das gibt es sonst nicht im fünften Studienjahr. Und mit einem Mix aus Freemover, Erasmus Praktikum und Erasmus, das normale Erasmus for Studies. Ich glaube, das war eine tolle Erfahrung. Also scheuen Sie auch nicht vor diesen sogenannten Ganzjahres-Outgoing-Destinationen. Man kann sich das gut leisten. Ja. Gut, dann haben wir noch einen Incoming-Bericht. Also mein Name ist Elena, ich bin hier als Incoming-Studentin
komme aus Pisa und werde euch was über meine Universität erzählen. Ich habe auch einige Bilder für euch ausgesucht, weil ich glaube, dass die Lehre und auch die Umgebung in meiner Stadt sehr wertvoll sind. Also ich liebe meine Stadt und bin auch sehr dankbar für diese Einladung. Also das ist das Logo von der Universität Pisa. Es ist ein Engel, ein Cherub-Engel. Und ja, das ist ein Symbol der Weisheit, also die Fülle der Weisheit, also als Träger göttlicher Weisheit bieten diese Engel uns diese Weisheit an. Und das ist, wie gesagt, unser Logo. Genau, Pisa befindet sich in der Region Toskana, an der Grenze zwischen Zentrum und Norditalien. Kennt jeder. ja, hier einfach ein paar Bilder. Das bekannte so Domplatz mit Battistero, nochmal Domplatz, Chiesa della Spina und Mittelzentrum der Stadt ist diese Brücke, Ponte di Mezzo. Und also all diese Bilder zeigen Orte, die sehr in der Nähe sind von Pisa, so 15 Minuten maximal. Das ist ein altarischer Burg und das ist Certosa von Calci. Das ist ein Museum, sehr, sehr schön, Naturmuseum. Und das sind die Felsen von Calafuria in Borno. Und nochmal die Felsen. Also die Universität. Pisa ist eine der ältesten und renommierten Universitäten Italiens Europas, wurde 1343 gegründet und Medizin zusammen mit Theologie und Recht war am Anfang schon dabei. Bietet 20 Fachbereiche, 17 Bibliotheken und 13 Museen bzw. Sammlungen an. Pisa ist eine Universitätsstadt. Praktisch die Hälfte der Einwohnerzahl sind die Studenten und das prägt wirklich sehr die Atmosphäre und, und das Wesen dieser Stadt. Und ja, wie die Zahlen zeigen, ist ja die beliebteste Universität der Toskana. ja, das Umfeld, wie ich schreibe, ist sehr anregend und lebhaft, weil neben der Universität Pisa haben auch die Scuola Normale Superiore und die Scuola Superiore Sant'Anna ihr Sitz in Pisa. Das sind nämlich zwei Elitenhochschulen des italienischen Staates, die extrem wertvoll sind. Also die Studenten, die teilnehmen dürfen, sie haben mit uns Vorlesungen, beziehungsweise für Medizinstudium sind Studenten bei der Scuola Superiore Sant'Anna. Ich glaube, 10 Studenten pro Jahr dürfen Platz haben. Und wie gesagt, sie besuchen mit uns Vorlesungen und die Kooperation der Universität Pisa und auch mit der medizinischen Fakultät, also mit diesen Schulen, ist sehr wichtig. Das ist ja der Scuola Normale, Hof der Internat Scuola Sant'Anna. Ja, an sich die medizinische Fakultät, hier sind auch 12 Semester in 2 Stunden Abschnitte geteilt, vorklinisch und klinisch. Neben den Vorlesungen haben wir Pflichtpraktika, also viel, 1500 Stunden mindestens, das ist wie ein Arbeitsjahr. Mindestens, weil wir können natürlich auch freiwillig formulieren, also in Kliniken, die wir uns, also uns besser gefallen. Wir müssen auch eine Abschlussarbeit schreiben, so eine Diplomarbeit, was auch über Jahre, also die Arbeit kann an sich sehr ja, schwer sein, aber ja, und wir haben auch eine Aufnahmeprüfung mit Nullus Clausus knapp, also 388. Mittlerweile, als ich die Prüfung gemacht habe, waren 200 vielleicht. Jetzt aufgrund Ärztemangel, also wie ich glaube, überall in Europa, ist Nullus Clausus ein bisschen mehr. Das ist ungefähr die Anzahl an Studenten pro Jahr. Ja, also die Standorte sind 3 verschiedene, wo Vorlesungen und auch klinische Praktika stattfinden. Ja, also es gibt 2 Krankenhäuser, ein altes Krankenhaus, Santa Chiara, ein neues Krankenhaus.
Ja, und das neue Krankenhaus ist wirklich modern und schön. Ich zeige jetzt ein paar Bilder von außen, aber ich würde jetzt nicht so viele Bilder auswählen. Aber ja, sonst in der Stadt sind Lesesäle, wie gesagt, Bibliotheken, Seminarräume, Cafés und ja, ist, also die Uni, das Unileben ist sehr angenehm. Ja, als Studenten werden wir in zwei Gruppen verteilt, je nach Nachname, aber in den Kliniken sind wir noch natürlich in kleineren Gruppen verteilt. Das ist jetzt Santa Chiara, so sieht es aus. Das ist jetzt die Wiese von dem Domplatz. Das ist das neue Krankenhaus in Cisanello. Das ist die Notaufnahme. Das ist Cisanello nochmal, ein neues Krankenhaus. Ja, dann wieso in dieses Studieren? Also, wie gesagt, es ist eine Studentenstadt, das ist kulturell sehr lebhaft und ich meine auch, was am Café so ein Zusammenleben mit anderen Studenten angeht, es ist einfach also, sehr schön. Ja, die lange Tradition und die Stadt ist an sich, wie die Zahlen gezeigt haben, nicht so groß. Von daher sehr bequem zu Fuß erkundbar, also Fußgängerzone, sonst gibt es so kleine Orte, Seitengassen, die also, einfach zum Entspannen. Authentisch warmherzig, was auch unsere Dozenten angeht. Also ist natürlich die Atmosphäre richtig angenehm. Und easy to make new friends. Es gibt viele Studenten, die aus dem Ausland kommen, auch Erasmus-Studenten. Und es gibt immer wieder Cafés oder Orte, wo man so sich mit anderen Studenten einfach treffen kann und sich austauschen kann. Ja, sonst habe ich noch ein paar Bilder. Das ist die Zentralbibliothek, wo auch Jura-Vorlesungen stattfinden. Was auch so schön ist. Und wir haben auch ein Anatomiemuseum. Das sind jetzt Mumien und so. Und das wird von unserem Professor sehr gut gepflegt, von Anatomieprofessor Professor Natale. Und ja, so sieht es aus. Also die Innenräume der Scuola Medica im alten Krankenhaus. Das ist auch so schön. Ja, das ist die Piazza Vittorio, einer der Orte der sogenannten Movida in Pisa. Das ist über Nacht mit von vielen Studenten besucht und so sieht es aus über Tag. So ein Obst- und Gemüsemarkt, das ist die Fußgängerzone und sonst, ja, der Fluss Adenau, das ist einfach. Ja, ich danke wieder für den Preis. Falls ihr Fragen habt, natürlich. Gut, dann haben wir noch einen Erfahrungsbericht. Clara. Also ich würde mich auch noch kurz vorstellen, ich bin die Clara, ich bin auch im sechsten Jahr jetzt mittlerweile und ich war im Sommersemester vom fünften Jahr in Hamburg, was man vielleicht erkennen kann an den Bildern. Genau. Prinzipiell, ich möchte euch mit diesem Vortrag so ein bisschen die Angst nehmen vom Freemover-Aufenthalt. Es hat ja vorhin geheißen, es ist so kompliziert zu organisieren und das ist es eigentlich nicht. Zumindest meiner Erfahrung nach und auch relativ kurzfristig möglich. Also innerhalb der Frist, aber ich habe mir das damals im Februar 2022, zwei Wochen vor der Frist, organisiert, was ein bisschen nervenaufreibend war, aber eigentlich ganz gut funktioniert hat. Genau, prinzipiell geht es einfach darum, dass man sich eine Formulatur ausmacht, das heißt ein vierwöchiges Praktikum in einem Lehrkrankenhaus der jeweiligen Universität, das heißt, da schaut man sich an, was die medizinische Fakultät oder Universität der Stadt ist und schreibt dann wie in Österreich einfach die Abteilung an, wo man formulieren möchte mit dem jeweiligen Fach, mit dem jeweiligen Zeitraum, so wie es die meisten von euch wahrscheinlich kennen. Genau, es gilt die Vorlesungszeit der aufnehmenden Universität zu beachten, wobei auch da wieder gesagt werden muss, man ist im Endeffekt nicht an der Universität, man hat eigentlich nichts mit denen zu tun. Man ist einfach auf der Abteilung, so wie bei einer Formulatur auch, aber so wie es in Österreich halt auch ist, dass man an einem Lehrkrankenhaus der Medizinischen Universität Wien sozusagen diese Formulatur macht. Das heißt einfach ein formloses E-Mail, vielleicht mit Lebenslauf,
den Zeitraum hinschreiben und eben das Fach, das man machen möchte. Wichtig ist, dass man sozusagen die Bestätigung, also diesen Zettel, den man sich runterladen kann, eben von der Abteilung stempeln lässt, unterschreiben lässt und dann in Mobility Online hochlädt. Da gibt es eben die Fristen, die man beachten muss. Und das war es eigentlich in meinem vierten Jahr soweit zur Organisation. Mehr habe ich dann nicht gemacht. Ich habe das hochgeladen und dann hat das eigentlich gepasst. So wie es bei Formulaturen in Österreich oder wo auch immer auch ist, kriegt man dann meistens eine Liste mit Dingen, die man hinschicken muss, also einen Immunitätsnachweis, einen Datenschutzblatt, das man ausfüllen muss, solche Sachen. Bei mir ist es dann so, dass ich dann im Oktober vom fünften Jahr, also ich war im Sommersemester weg, im Wintersemester habe ich dann angefangen, mir diese Unterlagen eben zu organisieren. Das heißt, Immunitätsnachweis ausfüllen lassen und abstempeln lassen von der Hausärztin. Und in meinem Fall eben auch eine Berufshaftpflichtversicherung und ein MRSA-Abstrich. Wie der Jovan schon gesagt hat, wir sind prinzipiell haftpflichtversichert über die ÖH, also mit dem Studienbeitrag, den wir jedes Semester zahlen. Aber bei mir war es bei der anderen Abteilung eben so, dass die eine höhere Schadenssumme haben wollten. Das muss man dann halt privat abschließen, so eine Berufshaftpflichtversicherung. Aber da gibt es ganz viele Versicherungen, die sich damit beschäftigen und auch eben für Studierende sowas anbieten. In Deutschland gibt es dann, glaube ich, auch den Marburger Bund. Aber da habe ich nicht ganz rausgefunden, ob man sich als österreichische Studentin da auch eintragen kann. Genau, und ich musste dann eben auch noch einen MRSA-Abstrich beifügen, sozusagen mit dem Immunitätsnachweis und dem Datenschutz. Und auch das einfach über den Hausarzt oder die Hausärztin organisieren. Das ging dann eigentlich auch relativ flott. Man muss halt einfach beachten, dass man das alles rechtzeitig macht. Gerade mit der Versicherung muss man halt schauen, dass sich das rechtzeitig ausgeht. Bei mir war es so, dass ich zuerst die ÖH-Bestätigung hingeschickt habe, die kann man bei der Bundes-ÖH beantragen und dann eben die Rückmeldung bekommen habe, dass wir eine höhere Schadenssumme brauchen und dementsprechend das dann nachgereicht. Das war es aber eigentlich auch schon zur Organisation. Also viel mehr ist da wirklich nicht, was man sich organisieren muss. Genau, vielleicht noch ein paar Tipps. Ich hatte so eine Mappe mit den ganzen Unterlagen, die ich eh schon per Mail hingeschickt hatte. Die war dann aber ganz nützlich, also gerade wenn man irgendwie dann doch den Immunitätsnachweis nochmal herzeigen muss, aus welchem Grund auch immer, geht das eigentlich, also ist es praktisch, wenn man das mit hat oder zumindest im E-Mail-Verlauf irgendwo gespeichert hat. Genau, wie schon gesagt, rechtzeitig um ärztliche Atteste, Versicherungen etc. kümmern. Und vor Ort eben rechtzeitig um Unterschriften und Bestätigungen kümmern. Also im fünften Jahr hat man dieses kleine blaue Logbuch, das muss man sich in Wien und im Ausland auch unterschreiben lassen, damit man seine Lernziele erfüllt sozusagen. Genau, das darf man halt einfach nicht vergessen, ist aber nicht mehr Aufwand als in Wien auch. Und am Ende muss man eine Aufenthaltsbestätigung sich unterschreiben lassen. Auch da geht man einfach zum Chefarzt oder zur Chefärztin und lässt sich das unterschreiben. Dadurch, dass wir als Freemover jetzt nicht dezidiert an einer Universität sind oder halt irgendwo auf der Welt verteilt sind, muss man sich meistens selbstständig um WG-Zimmer kümmern, um Unterkünfte kümmern. Da lohnt es sich, glaube ich, was ich so gehört habe, immer, dass man auch praktisch bei dem Krankenhaus an sich nachfragt, ob die vielleicht Unterkünfte haben vor Ort. Ansonsten kann ich empfehlen, Facebook-Gruppen. Kennt ihr wahrscheinlich von der MedUni Wien auch, also die MOB-Marktplatzgruppe etc. Das gibt es in jeder Uni. WG gesucht, in Deutschland auch ganz sehr aktiv, findet man auch viel. Und zum Beispiel als Beispiel für Hamburg, jetzt nicht nur fürs UKE spezifisch, aber für ganz Hamburg, UKEler vereint, das ist so der MedUni Wien-Marktplatz für Hamburg ungefähr. Und dann vielleicht auch den Stadtteil recherchieren. Also Hamburg ist relativ weitläufig, da fährt man schon mal eine Stunde. Deswegen ist es ganz gut, wenn man da vielleicht vorher recherchiert, wo man tatsächlich, wo das Krankenhaus ist, wo man seine Formulatur macht und dann sich eventuell den Stadtteil auch oder seine WG so legt, dass man nicht allzu lang fahren muss. Bezüglich Vernetzung und Austausch fand ich sehr angenehm, unsere Jahrgangsgruppe, also praktisch die Jahrgangsgruppe, die es in Wien von jedem Jahrgang gibt, dann nochmal reinzuschreiben und zu fragen, hey, ist vielleicht in dem und dem Zeitraum jemand in derselben Stadt, im selben Krankenhaus? Da kann man sich auch irgendwo organisatorisch gut austauschen, das ist ganz nett, da kennt man vielleicht jemanden vor Ort, ist nicht alleine in der neuen Stadt und habe ich dann auch sehr positiv empfunden. Ich habe
Wir sind dann drauf gekommen, dass wir zwei Kandidatinnen aus Wien, aus demselben Jahrgang, zur selben Zeit an derselben Abteilung sind. Das war sehr nett. Und auch so können neue Freundschaften entstehen. Genau. Vielleicht auch noch spezifisch zum Wohnen. Ich habe auch, also das hängt alles so ein bisschen zusammen. Ich habe mich beim Studierendenwerk von Hamburg erkundigt, beziehungsweise bei der Fachschaft. Da gibt es auch immer wieder, also jetzt wieder das Beispiel Hamburg, gibt es Studierendenheime, die auch so Kurzzeitwohnplätze anbieten. Das heißt eben genau für Studierende, die Praktika in der Stadt machen. Da kann man, ich glaube, ab einem Monat oder so war der Zeitraum, kann man die mieten, die sind relativ günstig. Ich glaube, das war damals 350 Euro ungefähr für einen Wohnheimplatz. Und die kann man sich auch relativ kurzfristig organisieren. Ich habe mir mein WG-Zimmer, habe ich glaube ich im Dezember angefangen zu schauen, auf WG gesucht und bei den Wohnheimen angefragt. Und praktisch dann im Februar das fix gemacht für April. Das hat eigentlich sehr gut funktioniert. Genau, und dasselbe mit Fachschaft und Studierendenwerk gilt eben auch für das Öffi-Ticket. In Deutschland oder in Hamburg ist es so, dass man sich das bescheinigen lassen muss, dass man Studentin ist oder Studierende ist. Und das, also muss man sich mit so einem Wisch bescheinigen lassen vom Studierendenwerk, da muss man seine Immatrikulationsbestätigung hinschicken und so weiter. Das hat aber auch eigentlich relativ problemlos funktioniert und dann kriegt man die Öffi-Tickets, so wie bei uns das Semesterticket, einfach viel, viel günstiger. Genau, ansonsten noch ein Tipp an KPJlerinnen anhängen oder PJlerinnen. Dadurch, dass man unter dem Semester dort ist, gerade in Deutschland, sind da eigentlich bis auf BlockpraktikantInnen relativ wenige Studierende außerhalb der PJler. An die kann man sich sehr gut dranhängen bezüglich Ablauf, so wie es in Österreich im Endeffekt eh auch ist, aber auch wegen dem PJ-Unterricht. Das ist in Deutschland ein bisschen gängiger als hier. Wir hatten, glaube ich, 3 oder 4 Mal die Woche PJ-Unterricht am UKE und da habe ich mich einfach an die PJler drangehängt. Das ist auch nicht aufgefallen. Wir haben die Lehrerin dann auch gefragt, ob es okay ist. Aber im Prinzip, wenn man damit geht, profitiert man auch sehr viel. Das ist einfach zusätzlicher Unterricht, zusätzliche Vorlesungen, Seminare, die man besuchen kann, weil man ja als Freemover sozusagen nicht an der Universität ist, keine Vorlesungen und Seminare in dem Sinne hat, sondern eben nur die Formulatur. Genau. Und ein kleiner Tipp für alle, die irgendwie TutorInnen an der Medien sind, es gibt einen Antrag auf AKH nahe Tertiale und der betrifft nur Leute, die nur ein Semester ins Ausland gehen. Den kann man stellen, damit man sozusagen für das Semester, wo man in Wien ist, dann eher in Richtung, weil man zugeteilt wird, eher in Richtung AKH kommt. Jetzt nicht zwingend alles im AKH, aber zumindest tendenziell nicht so häufig nach Niederösterreich oder so kommt, was halt fürs fünfte Jahr ganz praktisch ist. Ja, vielleicht noch ein bisschen zu meinem Aufenthalt. Also ich war einen Monat in der Asklepios Klinik in St. Georg, habe dort Neurologie gemacht. Das war im Prinzip eine ganz normale Formulatur. Also wir haben in der Früh viele Blutabnahmen gemacht, wir sind auf Visite gegangen, wir haben unterschiedliche neurologische Untersuchungen gemacht, wir sind bei den Radiologiebesprechungen mitgegangen, also so wie man sich eine ganz normale Formulatur vorstellt. Und hatten eben auch PJ-Unterricht mit dem Chefarzt, das war ganz lehrreich, einmal die Woche. Und dann war ich eben noch einen Monat auf der Gynäkologie bzw. Geburtshilfe am UKE, also im Uniklinikum Eppendorf, und 4 Wochen auf der Notfallmedizin. Das heißt, da war ich eigentlich nur in der Ambulanz. Prinzipiell war es so, dass man am UKE jetzt sehr spezifisch 2 Wochen Gynäkologie machen musste und 2 Wochen Geburtshilfe. Das heißt, da war man fix zugeteilt. Auf der Notfallmedizin war man eben in der Ambulanz und hat halt dort Patientinnen untersucht, Blut abgenommen, Status erhoben, dekursiert etc. Genau. In Hamburg oder in Deutschland generell ist es so, dass man tendenziell längere Anwesenheitszeiten hat als bei Formulaturen in Österreich. Also da ist die Kernarbeitszeit eigentlich von 7.30 Uhr oder 8 Uhr, je nach Station, bis 16 Uhr, 16.30 Uhr. War teilweise auch länger im OP, je nachdem. Aber das ging dann eigentlich auch ganz gut, dass man sich diese Überstunden sozusagen dann auch als Ausgleichstage nehmen kann. Aber prinzipiell muss man sich halt dran gewöhnen, dass man wirklich 8 Stunden in der Klinik ist mindestens. Genau, so ein bisschen als
Unterschied zu Österreich, aber es ist auch etwas, an das man sich ganz gut gewöhnt. Und wenn man wirklich einen Monat lang jeden Tag über 8 Stunden da ist, dann spricht man auch sehr viel von meinem Fach mit. Also würde ich durchaus auch als positiv sehen. Das glaube ich zu meinem Vortrag. Wenn ihr Fragen habt zu Freemover oder Hamburg im Spezifischen, ihr könnt mir gerne schreiben. Ich glaube, falls jemand Fragen hat, kann er oder sie gerne nach reinkommen, fragen oder eine E-Mail schreiben. Danke dir. Dann wird sich als nächstes noch die Amra vorstellen. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ich bin die Kathi. Ich bin bei der AMSA aktiv und ich darf euch jetzt in den nächsten paar Minuten unser Formulaturaustauschprogramm vorstellen. Ich bin dieses Jahr mit 2 Kollegen zuständig für den Formulaturaustausch in Wien auf lokaler Ebene. Wir koordinieren den, wir organisieren den und sind eben für Fragen immer für euch da. Ganz kurz, wer wir sind. Wir sind eine Studentenorganisation, die gemeinnützig ehrenamtlich unabhängig ist. Wir organisieren ganz, ganz viele verschiedene Projekte. Aber ich traue mich jetzt zu sagen, dass das Größte und das Coolste eigentlich der Austausch ist. Wir sind in allen Städten zu finden, wo man Medizin studieren kann. Und ja, wie gesagt, wir haben eben diesen Formulaturaustausch, den wir für euch anbieten. Ihr kriegt dafür 4 Wochen Formulatur in einem Land, mit dem wir einen Vertrag abgeschlossen haben. Diese Länderliste, die wir jedes Jahr haben, die ändert sich immer. Die sieht man dann bei uns auf der Homepage, die zeige ich euch dann auch ein bisschen später. Ihr kriegt eine Unterkunft, eine warme Mahlzeit pro Tag, eine Contact Person, die für Fragen da ist, die euch auf die Station begleitet am ersten Tag, die euch vom Flughafen abholt und ein ganz cooles Social Program mit den anderen Incomings aus den anderen Ländern. Das Ganze kostet 499 Euro. Das meiste wird verwendet für Unterkunft und Mahlzeit, wie ihr sehen könnt. 80 Euro sind Kaution, die könnt ihr zurückbekommen, wenn ihr für uns dann nach eurem Austausch einen kleinen Bericht schreibt und entweder Contact Person oder Host seid. Und genau, dann noch 30 Euro für Risikoabgeltung und Gebühr für die IFMSA, das ist unsere große Mutterorganisation. Was sind die Voraussetzungen, um bei unserem Austausch mitzumachen? Ihr müsst zuallererst einmal die Exchange Conditions von eurem Wunschland erfüllen. Die sind für jedes Land anders. Das sind so Sachen wie Sprachnachweise oder Impfnachweise. Manche Länder verlangen auch einen gewissen Studienabschnitt. Ihr braucht für den Austausch die PharmCop. Wir haben vor Corona auch einen sogenannten Research Exchange angeboten. Der ist momentan ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Dafür bräuchte man kein PharmCop. Wir sind gerade aber dabei, das wieder zu reaktivieren. Also kann gut sein, dass es den Research Exchange ab nächstem Jahr wieder gibt. Und das Gute ist, die Formulaturen werden von der MOW angerechnet. Da muss man nur aufpassen, dass man die Voraussetzungen, die die MOW stellt, erfüllt. Genau, wie verläuft die Bewerbung ab? Ihr schaut euch unsere Länderliste an und sucht euch 3 Länder aus, die euch gut gefallen, wo ihr auch die Exchange Conditions erfüllt. Dann schickt ihr eure Bewerbung, das zeige ich euch dann gleich nochmal genauer mit all den Dokumenten, die ihr braucht, an uns. Wir bewerten das nach einem Punktesystem, zu dem Punktesystem komme ich auch gleich. Und wenn ihr dann eine Zusage für den Platz habt, dann müsst ihr nur noch einzahlen, dann kriegt ihr den Platz offiziell, ihr kriegt Zugangsdaten für so ein Portal und über dieses Portal läuft dann die restliche Bewerbung, da könnt ihr dann angeben, in welche Stadt ihr gerne gehen würdet, in welchem Zeitraum und auf welches Department. Das ist jetzt ein Screenshot von unserer Homepage. Generell alles, was ich heute sage, steht auch auf unserer Homepage, genauso wie hier die erforderlichen Bewerbungsdokumente. Die könnt ihr dann an die Mail schicken, die oben dabei steht. Unsere Anmeldungen fangen immer Anfang Oktober an. Das heißt, die erste Anmelderunde ist schon vorbei, aber die zweite Anmelderunde läuft gerade noch. Bis zum 10.11. habt ihr noch die Möglichkeit,
euch zu bewerben, falls ihr, also die Kurzentschlossenen unter euch. Das sind die Plätze, die noch zur Verfügung stehen. Und ja, es gibt dann auch eine dritte Anmelderunde, wenn dann Restplätze übrig bleiben. Das funktioniert nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip. Genau, das Punktesystem, wonach wir euch bewerten, ist CM-ECTS, also je weiter ihr im Studium seid, desto besser. Je mehr Formulaturen ihr habt, Mitarbeiter der Rettung und Freiwilligenarbeit zählt auch, genauso wie ÖH-Mitarbeit und AMSA-Mitarbeit. Es gibt trotzdem ein paar Sachen, um die müsst ihr euch selbst kümmern. Das wäre sowas wie An- und Abreise, Visum, wobei Visum für Personen mit österreichischem Pass und deutschem Pass meistens kein so großes Problem ist. Impfungen und Titelbestimmungen, Versicherungen und Sprachzertifikate. Genau, eine häufige Frage, die wir bekommen, ist, wie schaut es aus, wenn man den Formulaturaustausch absagen muss, obwohl man schon einen Platz bekommen hat. Das ist, nachdem man eingezahlt hat, ein bisschen schwierig, weil wir das Geld, das ihr einzahlt, nicht für euch verwenden, sondern für einen Incoming aus dem Ausland, der zu uns nach Österreich kommt. Das heißt, bitte gut überlegen, ob ihr da wirklich mitmachen wollt, bevor ihr einzahlt. Danach ist es immer recht schwierig. Man kann im Idealfall einen Substituenten, eine Substituentin finden, die stattdessen auf den Austausch fährt, ist aber ein bisschen schwierig zu organisieren. Deshalb, ja, wie gesagt, bitte gut überlegen. Und außerdem, wenn man einen Austausch absagt, kriegt man dann Punkteabzug fürs Folgejahr. Und ja, wäre natürlich nicht so gut. Genau, prinzipiell suchen wir dann auch immer wieder gerne Hosts, die unsere Incomings aus den anderen Ländern, die zu uns zum Formulieren kommen, aufnehmen. Da kriegt man für einen Incoming 240 Euro, wobei ab März oder April sind es, glaube ich, ein bisschen weniger als 300 Euro. Und ja, da würden wir uns freuen, wenn es Leute gibt, die eben ein Zimmer, ein Bett und eine Küche bereitstellen können für unsere Incomings. Und es gibt immer wieder Phasen, da suchen wir auch Contact Persons. Das sind eben, wie gesagt, Leute, die unsere Incomings dann ein bisschen begleiten während ihrem Austausch, die für Fragen dastehen, die Stationsbegleitungen machen, vielleicht auch vom Flughafen die Incomings abholen. Und natürlich ganz viele coole Sachen mit Ihnen unternehmen, Ihnen Wien zeigen, etc. Das wären unsere Kontaktadresse. Falls ihr irgendwie Fragen habt, gerne auf die E-Mail-Adresse. Wir antworten da meistens sehr, sehr schnell. Ansonsten alle Infos findet ihr auch auf unserer Homepage. Und jetzt noch ein paar kleine Erfahrungsberichte oder Bilder, damit ihr sehen könnt, mit was für Ländern wir schon Verträge hatten. Es ist ein sehr, sehr großes Projekt mit allen möglichen Ländern aus der ganzen Welt. Ich kann es sehr empfehlen. Ich war nämlich selbst diesen Juli in Tunesien und es war echt eine super, super schöne Zeit. Ich habe irrsinnig viel gelernt und gesehen und super viele neue Leute kennengelernt. Und ja, kann es nur weiterempfehlen. Was von mir bei Fragen gerne melden. Danke. Gut, dann würden wir noch eine Fragenrunde machen. Ich glaube, Herr Dr. Salemi, ich glaube, Sie sollten jetzt freigeschalten sein. Geht das? Ja, der ist eigentlich schon freigeschalten. Ja.
So ist. Irina. Ja? Die Frage war gerade zum Sprachzertifikat. Da wurde gesagt, dass man die bis zur Anmeldung sozusagen schon braucht. Das Zertifikat. Die Frage ist, brauchen das jetzt die Studierenden bis Ende November oder wie ist das zu verstehen? Wenn du die Frage nochmal stellen. Die Aussage war, dass die Sprachbestätigung ja bis zur Anmeldung ist. Es gibt weder. Jein bedeutet, also mit sehr wenigen Ausnahmen nein. Sie müssen im Zuge der Anmeldung kein Sprachzertifikat hochladen. Aber Sie müssen realistischerweise zum Zeitpunkt des Aufenthalts bzw. bei der Anmeldung an der Partneruni. Ja, man sieht es jetzt. Ja. Vielleicht gehe ich zum Mikrofon. Hallo, Roman. Wir hören dich nur nicht. Gut, also ich glaube, jetzt hören Sie mich aber besser. Also, Sie brauchen mit sehr wenigen Ausnahmen, nämlich Lausanne und Rom. Das sind zwei Partnerunis von uns. Bei diesen zwei Partnern prüfen wir schon zum Zeitpunkt der Platzvergabe die Sprachkenntnisse. Bei allen anderen Partnern prüfen wir das nicht, aber Sie sollten sich nur dann bewerben, wenn Sie auch realistisch das angegebene Sprachniveau erreichen. Ich glaube, jetzt hören wir dich. Guten Abend, können Sie mich hören? Ja, ja. Jetzt hören wir dich relativ laut sogar. Okay. Nein, passt es gut, genau. Ich darf Sie auch alle begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich anwesend sind, und zwar sowohl im Hörsaal als auch online. Danke, dass du dabei bist. Haben Sie noch weitere Fragen? Ja, noch. Formulaturen hat man eigentlich nie. Naja, wir mögen das eigentlich nicht. Oder wo man das Studenten das als Formulatur bezeichnen. Es ist ein klinisches Praktikum im Ausland. Formulatur ähnlich. Die Logbuchziele müssen erfüllt sein. Genau, es ist nur ein klinisches Praktikum. Also bei Erasmus ist es sehr unterschiedlich, je nach Partneruni. Und man kann teilweise in den Berichten nachlesen, beziehungsweise wenn man sich die Informationen zum Studienprogramm anschaut. Man sollte als Bewerber bereit sein, sowohl modulähnliche, also tertialähnliche Module im Ausland zu machen, als auch reine Praktika. Ich werde versuchen, bis 15. November die Informationen vielleicht zu ergänzen, aber es ändert sich auch von Jahr zu Jahr das Studienangebot. Wir haben eine sehr langfristige Planung. Wir planen für das Studienjahr 2024/25. Die Informationen kommen relativ spät im Frühling 2024. Wir können nur auf Basis der Vergangenheit berichten. Wenn Sie sich als Freemover über ein Praktikum oder für ein Praktikum bewerben im Ausland, bewerben Sie sich im Prinzip wie für eine Formulatur, weil die Kliniken im Ausland mit den Begriffen unserer Tertiale im fünften Jahr nicht vertraut sind. Das heißt, der Unterschied ist eigentlich, Sie bewerben sich wie für eine Formulatur, aber Sie müssen das klinische Logbuch des fünften Jahres erfüllen. Und wir nennen das intern im International Office, das ist eine strukturierte Formulatur. Es ist ein bisschen mehr als eine Formulatur insofern, als Sie die Lernziele im klinischen Logbuch abzeichnen lassen müssen.
Also man kann ein Tertial nicht einfach abformulieren, in dem Sinne, dass man 4 Wochen irgendwo ist und eine Formulatur macht, sondern man muss in dieser Zeit, auch wenn man sich für eine Formulatur beworben hat, die Ziele des Logbuchs erfüllen. Bei einer klassischen Formulatur dürfte man hands-on sehr wenig machen, oder? Das widerspricht dem Logbuch, deshalb haben wir diese Bezeichnung der Formulatur etwas ungern. Es geht um ein klinisches Praktikum. Ja. Oder um eine strukturierte Formulatur. Genau. Ja, du? Ich kann gerne die Webseite zeigen. Also für Erasmus, Kooperationen und SEMP gibt es eine Bewerbung und Sie können unter den 6 Destinationen, also Sie können nur 6 Destinationen angeben, die entweder Erasmus oder Kooperationen oder SEMP-Destinationen sind. Okay, Sie müssen entscheiden, ob. Ja. Dann bitte nur eine Destination auswählen und Sie machen eine Angabe für den Aufenthaltszeitraum und diese Angabe für den Zeitraum kann noch im Zuge der Bewerbung geändert werden. Also bitte nicht zweimal als Destination Pisa angeben, einmal für Winter, einmal für Sommer, weil damit haben Sie nicht mehr Chancen. Die Plätze sind nicht pro Semester, sondern pro Universität und wir können den Zeitraum anpassen. Ich weiß nicht, ob das klar war oder nicht. Es ist im also ich habe es so mitbekommen, dass man seine Chancen erhöhen kann, weil man sich für Winter und Sommer so etwas bewerben kann extra. Nein, das ist. Das ist leider vollkommener Unsinn. Sie können sich auch nicht 6-mal für PISA bewerben und dann glauben, dass Sie PISA bekommen. Also bitte pro Feld, das Sie ausfüllen können. Sie können maximal 6 Felder ausfüllen, immer eine unterschiedliche Destination angeben. Sie erhöhen keine Chancen damit, dass Sie eine Destination 6-mal oder 2-mal angeben. Ja, interessant wäre auch zu wissen, von woher Sie das mitbekommen haben. Nein, Sie bewerben sich für 6 Destinationen. Wo Sie dann im Endeffekt hinkommen, in welchem Semester, das entscheidet sich erst nach der Bewerbung in Zusammenarbeit mit der Universität und den Fächern, die Sie brauchen. Genau, also Sie finden hier die Bewerbungslinks. Für Humanmedizin gibt es eine einzige Bewerbungsrunde pro Jahr für Erasmus, SEMP und Kooperationen. Sie können maximal 6 Destinationen angeben und pro Destination müssen Sie einen Aufenthaltszeitraum auswählen, Wintersemester, Sommersemester oder das ganze Studienjahr. Und diese Angabe des Aufenthaltszeitraums ist aber flexibel. Bitte beachten Sie, dass es Einschränkungen gibt bei bestimmten Destinationen. Sind jetzt im Portal. Wir sind auch gerade dabei, die letzten Partnerschaften und Verträge noch zu ajustieren. Es werden noch Universitäten dazukommen oder Informationen dazukommen im Portal. Also bitte beachten Sie die Informationen, die am 15. November online sein werden. Die Destination in Frankreich, Straßburg, ist zum Beispiel nur im Wintersemester möglich. Es gibt bestimmte Destinationen unter den Kooperationen, Japan zum Beispiel, Straßburg und so weiter, die nur im Wintersemester möglich sind.
Also lesen Sie sich bitte diese Informationen im Portal auch noch einmal aufmerksam durch. Angenommen, ich möchte nur im Sommersemester weggehen, kann man das angeben? Oder ist es frei, wird das dann von Ihnen zugeteilt? Ist das glücksam? Sie können einen einen Aufenthaltszeitraum angeben, den Sie den gewünschten, allerdings nicht bei Straßburg. Ja? Jetzt nur eine Frage. Am 15. startet die Anmeldung. Ich gehe dann einfach bei den Arbeitsbedingungen auf den Link, die können sehen, weil der Kinder genau wissen, wie das geht. Ja, kann ich das teilen oder sehen die, ja, die Studenten, die online geschaltet sind, auch? Genau, Sie legen, also Sie klicken auf dem entsprechenden Link. Sie bekommen auch noch eine E-Mail mit den Hinweisen, aber Sie klicken auf Free Mover oder auf Erasmus-Lem Kooperationen. Sie müssen sich anmelden mit den Login-Daten von MedUni Wien und Sie müssen ein Online-Formular ausfüllen und die Bewerbung dann vervollständigen, sich registrieren, vervollständigen. Im Zeitraum 15. November, 15. bis 30. November für die Mobilitätsprogramme und auch für die Formulaturprogramme ASEA und EPU und bis Ende Februar für das Freemover-Programm. Bitte bedenken Sie dabei auch, wenn Sie jetzt zum Beispiel 6 Destinationen angeben, dass diese Destinationen in der Reihenfolge von uns aufgefasst werden. Also wenn Sie zum Beispiel als erste Destination Paris angeben, versuchen wir Sie als erstes in Paris unterzubringen und wir arbeiten jede Ihrer 6 Destinationen ab. Es hat keinen Sinn, dann, wenn Sie den Platz in Paris bekommen haben und den als erste Destination angegeben haben, dann zu sagen, ja, aber das wollte ich ja gar nicht, ich wollte ja meine 6. Destination. Also die Reihenfolge wird so bearbeitet, wie Sie sie eintragen. Wir gehen davon aus, dass Ihre liebste Destination die erste ist, die zweitliebste die zweite, die drittliebste die dritte und so weiter und so fort. Einmal hinten. Die zweite Variante. Aber Sie finden eigentlich auch hier auf der Webseite den Bewerbungsverlauf. Okay, meine zweite Frage ist bei Erasmus, ich habe gelesen, dass wenn man diese Bewerbung nicht berücksichtigen wird. Was ist meine Wo Frage, haben Sie denn das gelesen? Das ist in diesem BH-Prospekt zum Erasmus. Das ist nicht mehr online. Okay, das ist nicht aktuell. Also auf der BH-Webseite ist die Broschüre nicht mehr online. Und es gilt eigentlich das, was auf der Webseite des International Offices steht. Unterreihungskriterien ist nicht aktuell. Also die Auswahlkriterien, sie sind hier aufgelistet und auch in den Menüpunkten verlinkt. Es wird nur der Notendurchschnitt herangezogen. Die SIP-Noten werden nicht berücksichtigt. Einmal. Hier. Ich habe auch zwei Fragen. Und zwar, wenn man Erasmus macht, eins ist und dann das andere Semester auch im Auslandsgebiet, wann weiß ich, welche ich für Erasmus, welche Soziale ich für Erasmus machen werde, die anderen Welt. Also, wenn Sie eine. Es gibt zwei Möglichkeiten. Sie haben eine Erasmus-Ganzjahres-Outgoing-Destination. Und Sie sind gezwungen, das ganze Jahr im Ausland zu verbringen. Oder Sie machen freiwillig ein zukonformes Erasmus-Semester mit
wollen aber das zweite Semester mit Free Mover ins Ausland gehen. Was wäre Ihr Szenario gewesen? Freiwillig. Okay, das ist nicht unproblematisch, weil man relativ, also man kann sich auf die Erfahrungsberichte, die Mobility-Portal online sind, berufen und sehen, welche Fächer waren an dieser Erasmus-Destination möglich. Die werden voraussichtlich auch in Zukunft möglich sein, auch wenn nicht mit hundertprozentiger Sicherheit. Und so kann man auch diesen Free-Mover-Aufenthalt planen. Aber man erfährt spät, erst im Frühling, welche Fächer tatsächlich an der Erasmus-Partner-Uni möglich sind. Bei der ersten Variante, Ganzjahres-Outgoing, da ist man nicht an diese Free-Mover-Frist gebunden. Also wenn man freiwillig Erasmus zukonform und Free-Mover macht, muss man die Free-Mover-Bewerbung bis Ende Februar abgeben. Wenn man an eine Ganzjahres-Outgoing-Erasmus-Destination geht, wie Frau Hanna nach Turku, kann man auch kurzfristig die Anträge für die selbstorganisierten Praktika einreichen. Als Kulanz. Es gibt Erasmus-Destinationen, die Ganzjahres-Outgoing-Destinationen sind. Das bedeutet, dass wenn Sie diesen Erasmus-Platz in Anspruch nehmen, in Aarhus, in Bergen, in Turku und es gibt noch ein paar andere, müssen Sie das andere Semester auch im Ausland verbringen, selbst organisiert. Dann einmal entzünden. Wenn ich jetzt mein KPJ im Ausland habe und das Erwerben über Erasmus Plus mir finanzieren will, muss dann die Universität oder das Werkbankenhaus oder Zubehör eine Kooperation mit der Uni haben? Oder, weil ich habe gesehen, es gibt dieses Learning Agreement oder Training Agreement, und das müssen wir ja einer Universität wahrscheinlich unterschreiben. Roman, magst du antworten? Ja, also bei Erasmus Praktika brauchen Sie keine Erasmus Partner Universität. Also Sie können sich an jeder Universität oder Lehrkrankenhaus bewerben. Es muss keine Partner Universität sein. Partner Universitäten Erasmus zählen nur im fünften Studienjahr. Genau, die Kliniken sind oder Universitätskliniken sind unterschiedlich organisiert. Es gibt Kliniken, die ihre Plätze selbst vergeben und es gibt Kliniken, wo das nur über das International Office der Universität geschieht. In Wien zum Beispiel werden die KPJ-Plätze nicht zentral vergeben, sondern jede Klinik macht das selbst. Also es gibt beide Varianten. Sie bewerben sich auf jeden Fall an der Abteilung, an die Sie möchten, und die sagt Ihnen dann, ja, wir können das unterschreiben oder schickt Sie weiter an das International Office der Universität. Das ist unterschiedlich. Sie sagen aber auch, wie können Sie zum Beispiel im Ausland sagen, wir machen das nur, wenn wir eine Zusammenarbeit haben? Nein, das Erasmus Praktikum ist ein Programm der EU und das sieht keine Partnerschaft vor. Das ist nicht vorgesehen. Julian? Ich hätte eine Frage für die Kooperationen. Auf der Website steht, dass man da nur ein Semester maximal sein kann. Das ist nicht irgendwie nur kombiniert. Das ist richtig verstanden, selbst wenn ich entscheide, okay, ich ziehe quasi freiwillig auf meinen Platz. Ja, aber ich ziehe mir alles selbst, aber es ist nicht einfach aus dem Branchen. Sie können dann Kooperationen mit Free Movement kombinieren. So. Freiwillig.
Sie können nur, also wenn wir über Japan reden, Sie können nur im Wintersemester für 3 Monate nach Tokio und müssen sich dann die restlichen Fächer selbst organisieren im Sommersemester. Innerhalb der Free-Mover-Frist müssen Sie den Free-Mover-Antrag abgeben. Naja, wir brauchen eine Basis für Ihren Verzicht. Sonst könnten Sie sagen, naja, ich hatte gute Absichten oder das war meine Absicht, aber ich habe keine Praktikaplätze gefunden. Und Sie kommen relativ kurzfristig und möchten doch einen kleinen Gruppenplatz in Wien haben. Wir möchten sicherstellen, dass Sie bereits Zusagen haben für Ihr Auslandsvorhaben, bevor Sie auf Ihren Platz verzichten. Aber das sollte machbar sein. Also bei den Kooperationen wissen wir mehr über das, was in Zukunft in der Vergangenheit möglich war und was nicht. Dort werden nur Praktika gemacht, keine Module. Sollte machbar sein. Einmal hinten. Ich wollte fragen, die neuen Entschuldigung, noch einmal. Je nachdem, wie gesagt, wir sind noch. Ja, wie gesagt, nehmen Sie die Informationen, die am 15.11. okay. online sind. Wir haben bei also reine Praktika waren dort in der Vergangenheit in dieser zukonformen Kombination nicht möglich. Beziehungsweise es gab Schwierigkeiten, aber wir haben das umgestellt auf Module. Sie machen theoretische Vorlesungen und die sogenannten Tirocini, Professionalizante, genau, die sind, es sind 3-wöchige Praktika, wenn ich mich nicht täusche. Und das ist dann zu konform. Wir warten noch auf die letzte Bestätigung von PISA und werden das bis 15.11. ganz aktuell drinnen haben. Ja. Ja, ich sollte. Das ist eine gute Sache. Dann gleich daneben. Ja. Wenn man jetzt wohin geht, das nicht so konform ist, kann man dann trotzdem am Leben ein Monat bis einen derzeit an, das sollte dann nicht so konform war, viel gute Nachmachen. Es sind Auslandsmobilitätsprogramme. Das bedeutet, man muss, also nicht zu konform bedeutet ganz Jahres outgoing. Outgoing bedeutet Auslandsstudent und dementsprechend nicht Inland, ja, nicht Wien. Genau. Wobei das mit der Zugkonformität ist, also es gibt Destinationen wie Bergen oder Aarhus, und den internationales Semester mit Pädiatrie und Gynäkologie anbieten. Das ist ganz klar nicht zugkonform, weil es diese nicht zugkonforme Kombination gibt. Bei vielen Destinationen können wir nicht 100%ig garantieren, dass Sie alle 3 Fächer dort machen können. Es steht auch, also ich werde das kurz auch vorzeigen, wenn Sie sich diese Legende anschauen,
Zu konform bedeutet, dass nach derzeitigem Stand ein Semesteraufenthalt möglich ist. Es kommt aber in Ausnahmefällen vor, dass nur zwei Fächer möglich sind und Sie sich das dritte Fach selbst organisieren müssen. Natürlich gibt es da keine Fristen wie bei den anderen Freemovern. Es könnte auch sein, dass bei einer Ganzjahres-Outgoing-Destination es sich herausstellt, dass doch auch ein Semester möglich ist. Und wir hatten auch den Fall bei Lissabon, dass es zu einem Semesteraufenthalt wurde für den Studierenden. Man muss aber die Flexibilität haben und wenn am 15. November dieser Zusatz GO dabei steht, müssen Sie bereit sein, für ein ganzes Jahr ins Ausland zu gehen. Magst du, Human, oder soll ich? Gerne du. Also die Reihenfolge ist irrelevant. Die Kombination ist wichtig. Kombination, ja, aber das heißt, ich kann dann im zweiten Semester untereinander. Vielleicht habe ich Ihre Frage nicht verstanden. Also Sie müssen eine bestimmte Kombination im Ausland absolvieren. In welcher Reihenfolge Sie das machen, ist irrelevant. Hinten. Wenn das jetzt eine Uni ist, die zu konform ist, dann hast du alle drei der Rückmeldungen von meiner Bewerbung, eines sind nur zwei, funktionieren. Da ist sozusagen, okay, dieses und jenes Fach funktioniert und dieses dritte Fach müssen sich selbst organisieren. Ansonsten ist es so, dass ich direkt nach meiner Bewerbung einfach eine Rückmeldung bekomme, die ich drei Fächer, die sie machen. Oder muss ich mir das dann einfach aussuchen, je nachdem, wie weit ich zu. Also der Ablauf ist wie folgt. Sie bewerben sich, bekommen einen Platz zugeteilt, nehmen den Platz an. Wir haben mehrere Platzvergaberunden, aber mit Ende Jänner ist die Platzvergabe abgeschlossen und im Februar machen wir wirklich Einzelgespräche pro Partneruniversität und mit jedem von euch. Wir machen dann einen Plan für Ihr Learning Agreement und legen schon einen Zug fest. Bei Bedarf, vor allem nach einer Rückmeldung der Partneruni, dass dieses oder jenes Fach nicht möglich ist, sind Zugänderungen möglich. Also Sie müssen sich kein Fach selbst organisieren, wenn ein anderer Zug dann möglich wäre. Aber wir versuchen auf Basis der Erfahrungswerte der Vergangenheit schon einen Plan zu machen und den muss man ajustieren und entweder mit einem Zugwechsel oder wenn überhaupt kein zugkonformer Aufenthalt zustande kommt, dann gibt es die Möglichkeit, dass Sie sich ein Praktikum selbst organisieren. Aber das heißt, ich bewerbe mich und dann lasse ich sozusagen auf den Zug kommen. Anhand der Erfahrungsberichte kann man sehen, welche Fächer haben Studierende in der Vergangenheit dort gemacht und was war in der Erfahrung dieser Studenten im letzten Jahr toll im Ausland und was nicht so toll. Also wenn man später in Richtung Kinderheilkunde gehen möchte und ich suche mir eine Destination, wo das vielleicht sehr eher theoretisch abgehandelt wird, dann ist das vielleicht vom Nachteil.
Also ich würde euch auf jeden Fall empfehlen, die Erfahrungsberichte zu lesen. Auch wenn sie subjektiv sind, bekommt man ein Gespür dafür, wie es war und wie es vielleicht auch sein kann. Bitte. Also die Frage ist, ob also die Angaben im Mobility-Portal sind, dass bis zu maximal 2 Semestern möglich sind. Das sind die Zahlen aus den Erasmus-Verträgen. Also die Partnerschaften, sie basieren auf Verträge und in den Verträgen sagt man, wir haben vor, 2 Studenten für, also maximal 2 Studenten und maximal 10 Monate insgesamt auszutauschen. Das bedeutet entweder ein Student für 10 Monate für das ganze Jahr oder 2 Studenten für jeweils ein Semester. Und wenn die Unis großzügig sind, dann sagen sie auch, ja, es können auch 2 Studenten von euch für ein ganzes Studienjahr zu uns kommen. Also theoretisch bedeutet, dass man, wenn die Fächer verfügbar sind, wenn die Gastuni sagt, ja, das geht in Ordnung, dass man das ganze Studienjahr dort verbringt. Aber es ist das Minimum, was du noch ein Semester. Das Minimum sind nach den Erasmus-Kriterien sind 2 Monate, aber nach den Kriterien der MedUni Wien, es geht nur semesterweise, ein Semester. Dann ganz hinten. Hier eine neue Frage. Die ersten Zugang im Fahrwerk sind eine MedUni. Kann man also vielleicht im Fahrwerkplatz vielleicht dort machen? Weil natürlich ist es finanziell ja wenig einfacher in Österreich, beispielsweise in Fahrwerk, zu kandidieren, wenn diese 4 Wochen Praktika einzeln beim Ausland. Roman, hörst du die Fragen gut? Oder? Ich höre die Frage mit, aber ich habe den Kollegen jetzt sehr schwer verstanden. Akustisch waren so viele Geräusche im Saal, dass ich sie schwer verstanden habe. Ja, also ob Aufenthalte, ob Free-Mover-Aufenthalte innerhalb Österreichs möglich sind, sie sind nicht möglich. Nein. Nein, innerhalb Österreichs gibt es keinen Free-Mover. Free-Mover ist ein Auslandsprogramm und das geht nur außerhalb der Grenzen Österreichs. Also Vorarlberg ist Österreich, Südtirol ist Österreich. Also es geht, wir sind das Auslandsbüro und nicht das Südtirol oder Vorarlbergbüro. Südtirol ist nicht Österreich, bei Südtirol gibt es einen Haken. Südtirol ist Italien, ja. Also das ist eigentlich eine gute Frage. Es gibt ja, in Südtirol gibt es Lehrkrankenhäuser, Uniklinika, die zur Uni Innsbruck gehören. Zur MedUni Innsbruck oder zur Uni Verona. Und es, da muss auf diesem Weg geht es. Ja, man muss wirklich aufpassen und je nach Klinik gilt das als Auslandsaufenthalt oder nicht. Ja, also es muss auch in Südtirol, auch wenn sie physisch im Iran sind, aber mit, auf einer Klinik, die nur mit MedUni Innsbruck einen Vertrag hat, ihr Praktikum machen wollen, geht das nicht. Geht das nicht. Noch eine Frage. Auch eine gute Frage. Diese, ich hoffe, dass wir das abgebildet haben, aber das ist im Zuge der Restplatzbewerbung möglich. Also bei der ersten Bewerbungsrunde können Sie nur einen Platz. Sie können sich nur für Kooperationen oder für Frankreich bewerben und bei der Restplatzbewerbung können Sie sich für einen zweiten Platz, für das zweite Semester bewerben. Das ist möglich. Theoretisch ja. Kann ich mich dafür in den anderen Erasmus-Kurs und Erasmus-Kurs nochmal bewerben?
möglich. Wobei, also theoretisch möglich, in der Praxis hängt es davon ab, was die jeweiligen Partner-Unis anbieten und wie kompatibel das ist. Also wenn Sie das vorhaben, dann wäre es vielleicht gut, uns eine E-Mail zu schreiben oder anzurufen, damit wir Ihnen aus der Erfahrung sagen können, es steht schon fix, was Sie dort machen können, ja, das ist kompatibel, oder es ist nicht möglich, weil Sie können nicht alle 7 Tertiale, also 6 Tertiale jeweils im Ausland machen. Gut, dann glaube ich, gibt es keine Fragen mehr. Dann möchte ich mich einmal bei allen bedanken, die heute mitgeholfen haben, ans International Office. Danke, Herr Dr. Salemi, Frau Delgado. Danke fürs Dabeisein. Und wir werden versuchen, die Folien online zu stellen und die Aufnahme auch. Gibt's noch? Es gibt noch Studis von Erasmus, die sind hier in der ersten Reihe, Informationsmaterial, Kugelschreiber, Stofftaschen und so weiter. Bitte kommt nach vorne und nimmt sie mit nach Hause. Schönen Abend noch. Dankeschön.